das digitale Proletariat. Na, das sind wir dann mir, Georg Ringsgwandl. Du bist leider nicht so wie der Handy, was auf deiner Speicherkarte ist knapp. Bist cool, aber du nicht wirklich trendy. Ich mein, wer hängt mit so wem mit dir ab? Du sagst, du brauchst dein Laptop ja schon dienstlich. Okay, bei manchen Jobs, da ist es so. Du weißt gar nichts zu denken, geht ja künstlich. Und du sprichst nur mit der Pflanze im Büro. Stunden in der Warteschleife und ein schlechter Rat. Mehr gibt's nicht für das digitale Proletariat. Ich schau in meinen Laptop und ich hab es gleich gecheckt. Moment, so geht's ja wirklich nicht, nee, nee. Irgendein Geheimdienst hat mein PC gehackt. Chinesen, Amis oder KGB. Wo sind meine Daten? Verrat, Verrat. Keine Chance für das digitale Proletariat. Der kleine Jonathan schaut schon selbst sein Handy an. Oha, was für ein pfiffiger Primat. Nachwuchs für das digitale Proletariat. Also du schaust schlecht aus, übel in der Tat. Dein Handy ist vom Feinsten, doch du bist voll der Schwab. Schau, dass ich das lerne, ich tu mir ein bisschen hart. Typisch für das digitale Proletariat. So fertig, bin so krank, morgen melde ich mich bei Mom. Die holt es nimmer lang so aus, ich geh ins Irrenhaus. Brauch ne Karte für den Zug, wo krieg ich die nur her? Der Ticketschalter hat seit langem zu. Ich stell mich in die lange Schlange vor dem Automat. Das ganz normale digitale Proletariat. Ich bestehe doch nicht nur als Daten. Der Mensch ist mehr als ein binärer Code. Mehr ist nur ein paar so schwarze Streifen. Wenn der was von mir sagt, dann seh ich rot. Ein Nerd in Kalifornien plant mir meinen Ton. Bitte für das digitale Proletariat.